Die Juristen, die jetzt in den Gerichtssälen Österreichs sitzen, wissen ganz genau, dass Verurteilungen wegen irgendwelcher Hanfanbau und THC-Nutzung Unrecht ist. Sie wissen ganz genau, dass der Blasphemieparagraf Unrecht ist. Sie wissen genau, dass Beschneidung ein Verbrechen gegen Kinder ist. Sie wissen genau, dass alle Besitzverbote und Redeverbote Unrecht sind. Sie wissen ganz genau, dass Steuern nichts anderes als Raub sind. Sie wissen ganz genau, dass die GIS nichts anderes macht als Schutzgelderpressung. Sie wissen genau, dass Militärpflicht und auch die Pflicht zum Zivildienst Freiheitsberaubung und Zwangsarbeit ist. Sie wussten in den 50er Jahren ganz genau, dass die Homosexuellen keine Kriminellen waren. Sie wussten in den 30er Jahren ganz genau, dass die Juden keine Untermenschen waren. Sie wussten um 1900 herum und vorher ganz genau, dass die Adeligen und der Kaiser keine Menschen besonderer Güte oder gar von Gottes Gnaden erwählt waren. Trotzdem handelten sie anders, als wäre die jeweilige Wahnvorstellung wahr. Sie waren und sind keine Idioten. Sie wussten immer, was in Wahrheit Recht ist und was nicht. Und immer schon haben sie es ignoriert, weil die Mächtigen ihnen gute Posten und viel Geld gesichert haben. Sie waren es immer schon und sind es auch heute noch, die gekauften Intellektuellen des Staates, die Huren der Fürsten. Danke für deine Zeit.